Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen, ja, nochmal zu einem weiteren Part von Gartenphone. Juhu! Yay, Gartenphone! So, machen wir wieder Sandwich oder zum Abschluss eine normale Runde oder wie auch immer, keine Ahnung. Sandwich ist immer lecker, kann man ruhig machen. Ja gut, dann leckeres Jill-Sandwich. Er will jetzt immer nur Sandwich, das gibt's ja nicht. Schmeckt besser als kein Essen. Das macht in der Tat Sinn. Das ist richtig, ja. Was ist nicht anders gewollt? Oh Gott, sie hat mich gespannt. Ich hoffe, sie kriegt das auch. Das wirst du gleich merken. Ich habe Vibes von einem gewissen Spiel. Warum sollte ich das tun, was hier steht? Aber egal. Das ist die Frage. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Es ist sehr seltsam, was hier ist. Es könnte sein, dass du meine Vorgabe hast. Hast du mir irgendwas zu sagen? Wieso? Das macht man doch so. Weiß ich nicht. Also wenn du mich tot sehen willst, ja, sonst nicht. Ach was? Sind nicht alle böse? Ja, das stimmt, aber... Also es ist wirklich von dir anscheinend interessant. Jetzt weiß ich Bescheid. In der letzten Runde habe ich dich verteidigt. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen härter wieder. Finde ich nicht, aber okay. Ach komm, so schlimm ist der Begriff nicht. Weiß ich nicht, je nachdem, wie die drauf sind. So, jetzt muss ich den wichtigen Part machen. Ah. Da ist wieder der Villager rausgekommen. Okay, besser kriege ich es nicht. Ich kann hier höchstens noch ein bisschen wegradieren, damit es ein bisschen besser aussieht. Sehen wir, dass das noch funktioniert? Geht das? Ja, es geht sogar. Hey, cool. Ach komm, das ist schon so okay. Ja, denke ich auch bei mir hier. Ja, komm. Kann man zwar nicht erkennen, aber das passt. Oh Gott. Das weiß ich, glaube ich, weil Vampi eben gesagt hat, dass man sie dann je nach dem Tod sehen wird. Ist vielleicht. Ach was, die sind alle ganz nett. Was habt ihr alle gegen die? Die sind alle ganz nett, ja. Diese Tiere sind so nett. So, erstmal den Kram zeichnen. Come on. Oh, das sieht so scheiße aus, das geht so nicht, ne? Das geht so nicht. Wie male ich das jetzt? Wie male ich das jetzt? Eine gute Frage.
Was sollte das hier hinten die ganze Zeit irgendwie noch? Das habe ich nicht verstanden. Ne. Legal. Legal. Hoffentlich. Nicht jugendfrei, aber legal. Ungefähr so, auch wenn das nicht so gut aussieht, aber egal. Ja, passt. Nee, das mache ich jetzt nicht noch. Keine Lust mehr. Was auch immer du noch machen wolltest. Ah! Okay. What is this? Das erkenne ich zum Glück, auch wenn es nicht schön aussieht. Ich merke schon, meine Weihnachtsstreams haben es euch angetan. Ich habe keine Ahnung, was darstellen soll, literally. Irgendwie sowas. Okay, mal gucken, was wir getan haben. Vampi macht sich ein leckeres Chill-Sandwich. Ach so, okay. Ah. Okay. Vampir isst Toast mit Salat. Vor allem habe ich erst das eine S noch vergessen. Dann habe ich gemerkt, oh, da muss man S hin. Ja, ich bin kein Toast. Ich bin zu einem Toast geworden. Skelett ist Hamburger. Warum? Was haben alle mit ihrem Toast und ihren Hamburgern? Ja, das ist absolut hässlich, ich weiß. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Skelettierte Biene hat einen Grasball in der Hand. Sehr schön. Einhorn scheißt Regenbogen. Ach so, deswegen. Okay. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum diese komischen Dinger da hinten. Okay. Robert Unicorn Edek. Das ist nicht falsch. Ja. Oh, schön. Da muss ich halt sofort denken. Vampi taucht nach Hallen im Schwimmbad. Auch wenn das sehr unrealistisch ist. Nein, die sind immer im Schwimmbad heimisch. Ich dachte nur, das soll ein Strand sein oder so. Nein, deswegen habe ich das grau gemacht. Solein wird vom Hai gefressen, nachdem Vampi ihn ins Meer. Nee. Ach, gut. Ich habe die braunen Haare vergessen. Nein. Ja. Also erst werfe ich dich aus dem Fenster, jetzt will ich dich an Hai verfüttern. Und alles nur, weil du die Runde zu früh gestartet hast. Ja, definitiv, das ist der einzige Grund. Gibt mir zu denken. Also keine Sorge, ich hab's nicht vor. Ich hab dich ja bisher immer abgehalten, aus dem Fenster zu springen, also von daher. Was? Was macht ihr denn da? Das willst du nicht wissen. Oh, wir müssen nachher vom Streiter mal das hören, dass der als letztes so gemacht hatte. So, der hat nämlich auch die Floskel, das willst du nicht wissen, mit erklärt. Okay. Aber das mit dem aus dem Fenster springen und sowas kann ich dir mal später in Ruhe erklären. Okay. Aber das mache ich jetzt mal hier nicht im Part, sicherheitshalber, glaube ich. Aber nein, Leute, es ist alles in Ordnung. Wir wollen hier keine komischen Sterbespiele spielen oder sowas in der Art. Alles gut. Typische so. Streitigkeiten in einer Beziehung. Ja, mal springt man auch aus dem Fenster, mal wird man aus dem Fenster geworfen, ist doch ganz normal, ne? Klar, natürlich. Mal wird man ins Schwimmbecken mit Haien geworfen oder so. Okay, dann war es auch mit diesem Part und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei was auch immer. Ciao. Bis zum nächsten Mal.